möchtest du wissen, welche wirklich guten Bewältigungsstrategien es gibt, um mit einem Narzissten besser klarzukommen, dann gebe ich dir hier 10 entscheidende Dinge, die du tun kannst, um dem Narzissten zu zeigen, wo der Hammer hängt. Nach dem Intro geht's los. Narzissten haben eine ganz klare Vorstellung davon, wie sie Beziehung führen. Narzissten möchten ein Über- und Unterordnungsverhältnis. Ein Gleichstellungsverhältnis ist ihnen zuwider, weil das würde sie aus dem Konzept bringen und sie verunsichern. Sie verstecken sich ja hinter einer Fassade und zeigen nach außen hin, hier, ich habe alles im Griff und komme mir bloß nicht zu nahe. Wer meine Schutzmauer durchdringen möchte, bekommt es mit mir zu tun. Und hier können wir den Narzissten packen. Wenn du dich nämlich weigerst, sein Spiel mitzuspielen, wenn du dich weigerst, dich manipulieren zu lassen, wird er ganz schnell die Flucht ergreifen. Hier kommen 10 Dinge, die ein Narzisst garantiert nicht mag. Als allererstes mach ihm klar, unsere Beziehung läuft nur auf Augenhöhe und keinesfalls anders. Ein Narzisst wird von dir erwarten, dass du dich klein machst und zu ihm aufschaust und sagst, okay, ja, so machen wir das. Wenn du dich diesem Spiel verweigerst, werden sie das Interesse an dir verlieren. Narzissten hassen es, wenn du einfach Nein sagst. Narzissten sind es gewohnt, dass du dich vor ihnen drehst und windest und in einen Rechtfertigungsmodus verfällst. Ein einfaches Nein, wo sie merken, hoppla, da steht jemand zu seinen Werten und sagt bis hierhin und nicht weiter, das sind sie nicht gewöhnt. Sie möchten mit dir diskutieren, sie möchten dich hierhin lenken, dorthin lenken und ein einfaches Nein wird sie verwirren. Das wollen sie nicht. Sie werden sich auf dem Absatz umdrehen und kehrt machen. Drittens. Dieser Punkt hängt mit dem Punkt zusammen, den ich eben gerade schon genannt habe. Ein einfaches Nein langt vollkommen. Verfalle auf keinen Fall in den Rechtfertigungsmodus, weil dann haben sie dich genau da, wo sie dich haben wollen. Du musst dich nicht rechtfertigen, wenn du einmal einen Blick in das Telefon deines Partners werfen möchtest. Wenn du einmal die Diskussion mit seinem Ex, die auf WhatsApp geführt wurde, einmal kurz einsehen möchtest. Wenn es dein Anliegen ist, dann ist es dein Anliegen und dann sagst du, ich möchte bitte einmal in die WhatsApp-Unterhaltung reingucken. Du musst dich nicht rechtfertigen, alles gut. Viertens. Lass dir nicht die Rolle des Verlierers überstülpen. In der Welt von Narzissten sind Beziehungen ja stets Wettbewerb. Ein Narzisst will immer besser sein, will immer schöner sein, ist reicher, eloquenter und in allem einfach besser als die anderen. Und er genießt es, auf die anderen herabzuschauen. Begib dich nicht in die Rolle des Verlierers, sondern sag, okay, wenn du meinst, besser sein zu müssen, dann sei halt besser, mir ist es wurscht, ich bin so, wie ich bin, alles gut und du bist von mir aus der Klügste und der Schönste. So etwas mag ein Narzisst überhaupt nicht hören. Fünftens, erkläre deine Freiheit. Nichts wird ein Narzisst mehr hassen, als wenn du deine eigene Freiheit erklärst. Ein Narzisst möchte kontrollieren, er möchte ein Über- und Unterordnungsverhältnis. Wo soll denn das bitte schön hinführen, wenn du jetzt plötzlich sagst, nö, ich bin unabhängig? Ein Beispiel. Jürgen war mit seiner Freundin im Supermarkt einkaufen. Nun traf seine Freundin zufälligerweise auf eine Bekannte und die zwei fingen an, sich zu unterhalten. Jürgen stand nun daneben und ja, aber jetzt klingelte plötzlich das Handy vom Jürgen. Jürgen führte ein kurzes Telefonat, steckte das Handy anschließend wieder ein, die Freundin verabschiedete sich von ihrer Bekannten und jetzt bekam Jürgen zu hören, du, also das fand ich jetzt überhaupt nicht in Ordnung, was du da eben gerade gemacht hast. Ne? Du hättest uns doch mal die Aufmerksamkeit schenken können, die uns beiden zusteht. Stattdessen hast du telefoniert. Also das finde ich nicht in Ordnung. Ich wünsche mir da schon einen Partner, der aufmerksamer ist. Ja, Jürgen hat in diesem Moment sein Freedom Day erklärt und gesagt, du weißt du was? Ja, wenn du mit deiner Freundin sprichst und ich sowieso nichts zu melden habe bei eurem Gespräch, warum soll ich nicht an mein Handy gehen? Ja, und damit war das Ding vom Tisch. Und die Freundin war etwas frustriert, dass sie nicht weiter kontrollieren konnte.
So viel zum Freedom Day. Erklärt eure Freiheit. Sechstens, lass dich auf keine Diskussion mit einem Narzissten ein. Jeder, der schon einmal mit einem Narzissten zu tun hatte, kennt es. Nicht enden wollende Diskussionen, die zu nichts führen. Du redest dir einen Wolf und meinst dann irgendwo vielleicht einen Silberstreif einer Einigung erzielen zu können und am nächsten Tag stellst du fest, das ist alles wieder einkassiert worden. Lass diese Diskussion. Sag einfach, das ist mein Kompetenzbereich, bis hierhin und nicht weiter und ich mache das so, wie ich das für richtig halte und gut ist. Das soll natürlich nicht heißen, dass du dich nicht mit deinem Partner auf Augenhöhe unterhalten kannst, um Strategien, Lösungsstrategien zu finden. Nein, das soll es nicht heißen. Du sollst dir nur nicht die Bandwurmsätze von einem Narzissten anhören und dich in sinnlose Diskussionen verstricken. Das ist damit gemeint. Siebtens. Weiger dich, ein Flying Monkey zu werden. Ihr wisst vielleicht, was Flying Monkeys sind. Flying Monkeys sind gemeinsame Freunde, das können auch deine Freunde sein, wo der Narzisst versucht, Einfluss zu gewinnen und diese Flying Monkeys komplett mit der eigenen Meinung zu überziehen. Ziel dieser Aktion ist, dass die Flying Monkeys nun auf der Seite vom Narzissten sind und nicht mehr, wie man das vielleicht erwarten sollte, sie vielleicht beide Seiten einmal anhören oder neutral sind. Erkläre auch hier, nein, ich lasse mich nicht zu deinem Flying Monkey machen. Ich habe meine eigene Meinung. Und wenn du meinst, über den jetzt herziehen zu müssen oder dich als Opfer darstellen zu müssen, von mir aus mach das, ja gut, ich höre mir das an, aber du wirst meine Meinung nicht ändern. Ich werde weiterhin meine eigene Meinung haben. Achtens, lass dich nicht isolieren. Das Thema von Narzissten ist Kontrolle. Kontrolle bedeutet auch, dass sie Kontrolle über deinen Freundeskreis haben. Am besten ist es, wenn du deinen Freundeskreis zuerst ein wenig verkleinerst und vielleicht zum Schluss nachher sogar ganz aufgibst. Das ist das, was der Narzisst möchte. Er möchte nicht einen frei denkenden Menschen neben sich haben, der seinen eigenen Freundeskreis hat, der sein eigenes Ding macht. Der Narzisst möchte dich kontrollieren. Lass das nicht zu. Behalte deinen Freundeskreis. Neuntens, kauf ihnen ihre schlechten Entschuldigungen nicht ab. Ein Beispiel. Karin hat rausbekommen, dass ihr Freund, mit dem sie eine Familie gründen möchte, ein unterhaltspflichtiges Kind hat, für das er schon seit Jahren Unterhalt zahlt. Sie hat davon nichts gewusst. Sie bekommt dann zur Antwort, ja, ich wollte dich schonen und ja, ich wollte nicht, dass du dich aufregst. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich bedeutet. Die richtige Antwort auf so ein Verhalten muss lauten, sag mal, für wen hältst du mich? Ja, hältst du mich für so schwach, dass du mich schonen willst? Ich kann sehr wohl damit umgehen und es ist vielleicht mein berechtigtes Interesse zu wissen, und zwar einiges vorher, bevor wir uns verloben oder heiraten, dass du ein unterhaltspflichtiges Kind hast. Das betrifft uns beide. Zehntens, der letzte und wichtigste Punkt, sei einfach glücklich und zufrieden und mach dein eigenes Ding. Nichts werden Narzissten mehr haben, als neben sich jemanden zu haben, der glücklich ist, der zufrieden ist, der seine Freunde hat, der seine Hobbys hat. Ein Narzisst braucht das Unter- und Überordnungsverhältnis. Er möchte kontrollieren. Sei glücklich und zufrieden und mach dein Ding. Und wenn du gerade eine Trennung von einem Narzissten hinter dir hast, dann gilt dieser Punkt natürlich nochmal besonders. Und mit glücklich und zufrieden meine ich natürlich nicht, dass du jetzt den Narzissten dauernd zeigst, na, schau mal, ja, wie glücklich und zufrieden ich bin, indem du auf Instagram oder sonst wo postest, ja, was für tolle Sachen du machst. Nein, dann hast du nicht wirklich losgelassen, dann bist du nicht glücklich und zufrieden, sondern immer noch in Gedanken beim Narzissten und alles andere als glücklich. Du bist dann immer noch in der Phase von Trauer und Wut. Nein, mach dein Ding. So, ihr Lieben, das waren jetzt die 10 wichtigsten Punkte, mit denen du einen Narzissten so richtig kirre machen kannst. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Mehrwert daraus gezogen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Michael.